Hallo zum zweiten Part. Ich bin noch immer da. Ja, du bist jetzt wohl nicht gegangen für die letzten 2 Sekunden. Ah, bitte, nerv mich nicht. So, warte, jetzt können wir schauen, was das hier ist. Das ist meine Waffe. So, jetzt habe ich das, was ich benötige. Wo ist der Panzer hin? Wahrscheinlich schon kaputt. Oh. Was tust du denn hier? Ich will diesen Level noch was anderes. Aha, es gibt schon noch eine Entwicklung. So. Bestimmt nicht ganz so spannend wie Multiplayer. Ah, da vorne ist er. Eigentlich habe ich das Ding ja nie dabei. Das ist ein richtiges Ding auch. Das glaube ich jetzt nicht. So. Gehen wir nochmal zurück zur Munitionskiste. Keine Muni. Na, jetzt geht's. Lebt dieser Panzer das noch? Das ist so. Fertig mit Nachladen, danke. Nein, ich glaube, der Panzer lebt nicht mehr. Ich habe irgendwie doch noch so das Gefühl. Man kann nie wissen, ob er. Na, der ist weg. Man sieht, die Map verändert sich sehr im Kampf. Dieser Map bleibt irrsinnig gleich. Okay. Die Map ist unglaublich fad. Ja. Leg dich hinten. Was ich so dämlich finde, dass ich nicht an. Ich sollte wenigstens irgendwo anzeigen, Gegner eliminiert. Soll von mir aus irgendwo nur oben ein Dreieck oder sowas sein. Stimmt, das stört mich auch bei der Story. Ich kann mir nicht sicher, so. Habe ich ihn jetzt getroffen oder nicht. Braucht man dieses Ding nur nochmal? Ich nehme es sich jetzt halt einfach mit. Die Waffe reicht mir. Was? Dieses Ding ist so groß. Mhm, das stimmt. So. Der hat keine Ahnung, wo es hingeht, darum gehe ich einfach vor. Ah, ich glaube, ich habe diese Mission einmal gesehen. Ich glaube, da bist du kurz reingekommen, als ich das mal gespielt habe. Munition. Ich glaube, hier gibt es keine anderen Waffen, okay? Ohne Munition läuft gar nichts. Gut. Ich glaube, von da kommen jetzt gleich ein ganzer Haufen. Oder von da vorne. Ich habe doch keine Ahnung. Wahnsinn. Sehr toll. Gut. Dieser Helikopter ist ein Witz. Ja. Verstehen. So, das reicht. Ich hole mir einen Granatwerfer. Das ist mir offen. Muss ich auch eine Pack hier? Das kotzt mich an. Lass mich in Ruhe! Opfer. Wieso kann diese Waffe eigentlich nicht gleich geladen sein? Das ist so unnötig. Ist ein Kleber? Ja, der ist halt vorne an der Waffe dran. So. Das könnte ich auch beim normalen Multiplayer haben, aber. Zum Beispiel da würde ich jetzt schon ganz gerne, bis du mich überhaupt irgendetwas treffe. So, das ist wahrscheinlich für euch nicht ganz so spannend. Darum machen wir so. Und gehen von der Seite. Das ist nicht so meine Zeit, sich Entwicklung.
bin ich überhaupt nicht. Ach, du hast einfach immer viel zu hohe Ansprüche. Stimmt. Ich glaube, die Leute, die Multiplayer spielen, hier nur kämpfen. So. Mann. Ja, das habe ich befürchtet, dass sie jetzt da von der Seite kommen. Wegen wir auch zu erwarten. Und ich will nicht der sein, der immer reanimiert werden muss von seinem Freund. Nein! Ist das geleckt? Ja. Tut's auch jetzt, weil da so eine schwule Säule sein muss. Mann. Ja, jetzt leckt's. Bitte, forsch den anderen, aber nicht mich. Da, jetzt könnt ihr auch noch sehen, wie es früher bei meinem alten Internet geleckt hat. Bitte du. Nicht? Wieso jetzt? Wahrscheinlich seht ihr das nicht, aber der Charakter läuft sowas von ungut. Krieg ich noch ein neues Internet? Es stockt und stockt einfach. Bitte, Mann! Gott, das braucht jetzt eine Menge Selbstbeherrschung, um da es nicht loszubrüllen wie sonst was. Verwendest du das Internet gerade für irgendwas Besonderes? Ich nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, ich lade gerade auch nichts hoch. So, egal, wir bringen diesen Part jetzt noch zu Ende. Du Scheißkind. Sorry, wenn das jetzt hier gerade nicht so gut läuft. Mann, nein. Ich weiß nicht, wie sehr er das mitbekommt, wie sehr das Internet mal wieder hier leckt. Heftig, falls das wissen wollt. So schlimm war es schon lange nicht mehr. Es hat komplett seit längerem nicht mehr geleckt. Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt überhaupt schon das neue installiert? Ich bin gerade gar nicht so sicher. Sonst noch. Ob wir noch immer das alte haben. Weil das sind dieselben Lecks wie beim alten. So, das ist mir jetzt auch einfach egal. Was dazu muss gehen und alle killen. Das ist doch wirklich nicht mehr wahr. Was zurückgehen kann, jetzt kurz dauern. Oh je. Da sehe ich schon lauter Beschwerden. Geh einfach du. Sonst intelligent ist aber nicht. Falls euch wundert, warum ich gerade dreimal hintereinander nachladen musste, das ist auch einer der haufenweise Lex. Ist schon wieder ein Panzer? Ja. Ungewöhnlich, ein paar Stories-Levels. Ich finde, das sind so seltsam. Das ist hier keine normale Story. Ja, trotzdem halt. Ja, jetzt ist er kaputt, danke. Hier könnte ich gleich den nächsten Bug betrachten. So, wir bewegen uns jetzt einfach nicht mehr so viel, dann werden diese Lecks uns jetzt nicht so sehr beeinträchtigen. Meine größte Angst ist ja, dass er mich jetzt rauswirft. Weil er wirft jemanden relativ leicht aus so einer Koop-Mission. Das geht sehr, sehr schnell. Ich hab den Wunder, dass ich eine bekommen habe. Beim ersten Versuch. Noch dazu, ja. Hallo? Danke. So, das Nachbarn wird sich auch nicht geben. Oh, jawohl. Seiger. Okay, gut, hauen wir ab. So, damit haben wir diesen Part mehr oder weniger überstanden. Bitte verarsche jetzt. Alter. Ja, wie ihr seht, durch Türen gehen wird auch ein Ding der Unmöglichkeit. Oh, auf Treppen gehen. Alles, was irgendwie eng wird, schafft er nicht mehr. Er schafft gar nichts. So, dann dachte ich mir, zeige ich euch einfach mal einen Part. Pures Lecken. So, und weil das Spiel mich gerade prinzipiell die PlayStation 3 offenbar gerade verarschen will, machen wir jetzt noch ein Video mit der Herr der Ringe, die Eroberung.
wo wir euch diese Stimmen einschalten werden. Das habe ich schon einmal gesagt. Das machen wir so aus Spaß. Damit ihr mal hört, wie freaky der redet. Ja. Gibt's ja noch heute ab, oder? Ich muss warten, bis mein Freund hier auftaucht. Ist deine Funktion zu Ende? Ja. Da kommt der eine Traps. Und er ist drinnen. Gut. Ich glaube, die Mission haben wir damit jetzt auch überstanden. Noch kurz sehen kannst du bald. Das war ein Fehler. Wenn du ballern kannst, glaube ich ja nicht. Ah, die ist jetzt aus. Gut. Ja, jetzt könnt ihr dann noch gleich sehen, was für Waffen man alles freischalten kann. Jawohl, die schalte ich jetzt auch gleich frei. Damit werde ich dann sehr viele Videos mit dir machen. Da könnt ihr sehen. Das ist eine tolle Waffe. Das ist eigentlich eine ganz normale M9. Halt nur, dass sie dann auch noch Halbautomatik schießen kann und ich glaube 21 oder 20 Schuss pro Magazin hat. Das ist eigentlich schon eine Waffe. Ich weiß es nicht. Die bekommt man, glaube ich, auch erst auf dem letzten Rang. Und ich weiß nicht, ob das ein Sniper-Gewehr ist oder nicht. Gut. Die drei, nein. Sturmsoldat steht da. Ah ja. Ich glaube, hat hohe Genauigkeit. Pionier, alle Klassen, Aufklärer. Da ist das Sniper. Das ist ein Sniper. Okay. Gut. Das war. Ich werde mich einfach mal verabschieden. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.